Hallo und ganz herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Und zwar drehe ich heute ein Q&A. Und ich habe mir 10 Fragen ausgesucht, damit ihr mich besser kennenlernen könnt. Dann fangen wir mal. So, die erste Frage lautet, wie heißt du? Ich heiße Luisa. Auf Snapchat, Instagram und auf meinem YouTube-Kanal heiße ich Linlu. Der Name Linlu hat eigentlich gar keine Bedeutung. Ich habe mir einfach ausgedacht. Ich wollte einfach einen Namen ohne X, Punkt und so weiter. Nächste Frage. Wie alt bist du? Ich bin 18 Jahre alt und habe am 15.12. Geburtstag. Nächste Frage lautet, wie groß bist du? Ich bin 1,64. Was machst du beruflich? Ich arbeite bei Zara nebenbei und derzeit sonst nichts. Bin gerade einfach mega. Die fünfte Frage lautet, aus welchem Land kommst du? Das ist eine der meistgestellten Fragen, die ich habe. Ich komme aus Polen. Kannst du mal deine Lippen aufspritzen lassen? Ja, also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Jetzt momentan nicht. Also ich habe jetzt nicht unbedingt das Verlangen, oh mein Gott, ja, ich will unbedingt meine Lippen aufspritzen lassen. Weil ganz ehrlich, man kann sich auch mal fragen. Wie viel wiegst du? Ich wiege 58 Kilo. Ob ich zufrieden bin damit? Ja. Also ich habe jetzt keine Probleme damit, sondern ich finde einfach, ich müsste ein bisschen mehr Sport machen. Einfach auch um fitter zu sein, aber jetzt nicht, damit ich abnehme oder so. Ist es deine Naturhaarfarbe? Also mein Ansatz ist meine Naturhaarfarbe. Das ist hier vorne. Und das Blonde hier hinten ist eine Pigmentstörung. Also falls sich jetzt welche fragen, kannst du das nicht färben? Ja, also ich kann das färben, aber ich möchte das irgendwie rauswachsen lassen, weil ich habe schon so oft meine Haare gefärbt. Ich glaube, langsam ist Schluss und deswegen will ich jetzt einfach meine Naturhaarfarbe haben. Ich möchte meine Haare nicht mehr so kaputt machen. Deshalb dachte ich mir, vielleicht meine Naturhaarfarbe jetzt rauswachsen lasse. So Leute, das war schon mit meinem Video. Es ist schon ganz kurz, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Auch wenn ich noch am Anfang bin und es noch nicht so professionell ist. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Kommentiert das, liked das, würde mich auf jeden Fall super freuen. Bis zum nächsten Mal.